So here's a quotation from Robert Adams. Hier ist das Zitat von Robert Adams. Always remember. Erinnere dich immer daran. Deep in your heart. Tief in deinem Herzen. That all is well. Dass alles gut ist. And everything is unfolding as it should. Und alles entfaltet sich so, wie es sollte. There are no mistakes anywhere at any time. Es gibt nirgendwo zu keiner Zeit irgendwelche Fehler. What appears to be wrong. Was falsch zu sein scheint, ist einfach nur deine eigene falsche Vorstellung. That's all. Das ist alles. You are the self. Du bist das Selbst. That perfect, immutable self. Das perfekte Selbst. Never changing self. Das Selbst, was sich nie verändert. Nothing else exists. Nichts anderes existiert. Nothing else ever existed. Nichts anderes hat jemals existiert. Nothing else will ever exist. Und nichts anderes wird jemals existieren. There is only one self. Es gibt nur das eine Selbst. And you are that. Und das bist du. Rejoice. Genieße es. So this is very, very beautiful quotation. Das ist ein wunderschönes Zitat. And if we could really understand what he's saying here, und wenn wir wirklich verstehen könnten, was er hier sagt, then immediately our whole life would change. Dann würde sich unser ganzes Leben sofort verändern. Because unfortunately we've all been conditioned as we grow up. Weil unglücklicherweise sind wir alle während des Aufwachsens konditioniert worden. And we most people have a lot of structures in their mind. Und die meisten Leute, die haben viele Strukturen in ihrem Verstand, which we completely identify with, mit denen wir total identifiziert sind, which suggests that something is wrong. Und deshalb haben wir so den Eindruck, dass irgendetwas verkehrt ist. I think everybody knows this. Alle kennen das vermutlich. You know, it's a large majority of people who have this structure going on in their mind. Die meisten Leute haben diese Struktur im Verstand. That somehow they're not as good as other people, dass sie nicht so gut sind wie andere Leute, or they're not right, oder dass sie nicht richtig sind, or they're not right enough or good enough, oder sie sind nicht richtig genug oder nicht gut genug. So we have this kind of judge inside us which is constantly working. Das ist so der innere Richter in uns, der ununterbrochen arbeitet. And from what Robert is saying, the invitation, und was Robert sagt, die Einladung, is that in fact if we could see that in any moment, die Einladung ist, dass wenn wir sehen können, dass in jedem Augenblick, it's exactly perfect, ist es, dass es total perfekt ist, even when our mind is telling us it's not perfect, auch wenn unser Verstand uns versucht zu erzählen, dass es nicht perfekt ist, then actually it's nevertheless okay, ist es dennoch okay. And this is very, very simple, but very difficult to see. Und das ist sehr einfach, aber sehr schwierig zu erkennen. Because if you can imagine going into the cinema, wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du gehst ins Kino, and you're a bit early before the film has started to play, und du bist noch etwas früh, bevor der Film anfängt, then you sit down in your seat, setzt du dich in deinen Sitz, and you look up at the screen, und du schaust zur Leinwand, completely blank. Die ist ganz, ganz weiß. And then after some time the lights go down and they start to project the film. Und nach einiger Zeit gehen die Lichter aus und sie beginnen den Film zu projizieren. And it's Thursday night. Es ist Donnerstagabend. So there's an amazing James Bond movie. Und es gibt einen ganz tollen James Bond Film. And you enjoy it so much. Und du genießt das so sehr. And that you come back the next night on Friday. Dass du am Freitag noch mal wiederkommst. And on Friday they're showing a beautifully romantic love story. Und am Freitag zeigen sie eine wunderschöne romantische Liebesgeschichte. And we've all been in the cinema. Und wir waren alle schon einmal im Kino. And we all know perfectly well that if we're watching a James Bond movie. Und wir alle wissen sehr gut, dass wenn wir einen James Bond Film schauen, it isn't very long before we identify with one of the characters in the film. Dauert es nicht lange, bis wir uns mit einem der Charakteren im Film identifizieren. And we completely forget about the screen. Und wir vergessen ganz, dass es da eine Leinwand gibt. We identify with some particular character. Wir identifizieren uns mit einem bestimmten Charakter.
And we kind of get lost into the story. Und wir verlieren uns in der Geschichte. And then of course we come back the next night on Friday night. Und dann kommen wir am Freitagabend wieder. And now again we're getting there early, so again the screen is there. Und wir sind wieder früh da und die Leinwand ist wieder leer. And we recognize that it's the same screen that was there on Thursday night. Und wir erkennen, dass es dieselbe Leinwand ist, die schon am Donnerstagabend da war. And again the lights go down. Und dann gehen die Lichter wieder aus. And they play a new movie, which is now a love story. Und es wird ein neuer Film gespielt, und zwar eine Liebesgeschichte. Very romantic. Sehr romantisch. Beautiful soft music. Wunderschöne sanfte Musik. And of course again we identify with one of the characters in this particular story. Und wieder identifizieren wir uns mit einem der Schauspieler in diesem Film. And this is the big issue in our lives. Und das ist eins der großen Themen in unserem Leben. We always identify with the story. Wir identifizieren uns immer mit der Geschichte. And this story is always changing. Und diese Geschichte, die verändert sich immer. If you would go to the cinema for a whole week, there would be a different movie every night. Wenn du jeden Tag in der Woche ins Kino gehst, wirst du feststellen, dass jeden Abend ein anderer Film läuft. And when you came out at the end, you would realize that you'd become very identified in each different story. Und wenn du rauskommst, stellst du fest, dass du dich in jeder Geschichte identifiziert hast. And you never really paid much attention to the screen. Und du hast nie wirklich der Leinwand viel Aufmerksamkeit geschenkt. So life is a lot like that. Also das Leben ist sehr stark so wie das. So we could say that the screen is the self. Wir könnten sagen, dass die Leinwand das Selbst ist. It absolutely never changes. Die ändert sich nie. And onto this screen of the self. Und auf dieser Leinwand von dem Selbst werden unterschiedliche Geschichten und Filme projiziert. And mostly we get identified with that. Und meistens identifizieren wir uns damit. And so what Robert Adams is suggesting, was Robert Adams sagt, ist, wir wollen nicht mit der Geschichte identifizieren, wir wollen mit dem Bildschirm identifizieren. Also wir wollen uns nicht mit der Geschichte identifizieren, wir wollen uns mit der Leinwand identifizieren. Which never changes. Die sich nie verändert. What he suggests here is that nothing can be wrong. Was er hier sagt, ist, nichts ist wirklich falsch. Our lives are unfolding exactly as they need to unfold. Nichts kann falsch sein. Unser Leben entfaltet sich so genau, wie es sich entfalten soll. So he is suggesting that we should be simply relaxing into the awareness. Deshalb sagt er, dass wir uns einfach in das Gewahrsein hinein entspannen sollen. Because our movies are constantly changing. Weil sich unsere Filme die ganze Zeit verändern. And these movies are somehow important because they give us an opportunity to see who we really are. Und diese Filme sind wichtig, weil sie uns eine Gelegenheit bieten, uns so zu erkennen, wie wir sind. So I'm always very touched from this quotation. Ich bin von diesem Zitat immer wieder berührt. And then there's a question here. Und dann gibt es dazu eine Frage. This is a lovely quote. Das ist ein wunderschönes Zitat. And it really touches the self. Und es berührt wirklich das Selbst. It is very hard to believe it with the mind. Es ist sehr schwierig, das mit dem Verstand zu glauben. Why is it so hard? Warum ist es so schwer? Why does the mind not want to believe that everything is absolutely perfect just the way it is? Warum möchte der Verstand nicht glauben, dass alles so wie es ist wirklich perfekt ist? Probably the problem is not the mind. Das Problem ist wahrscheinlich nicht der Verstand, but rather our habit to identify ourselves as separate beings. Sondern eher uns als getrennte Wesen zu identifizieren. Who can suffer? Die leiden können. Could you comment? I think it's basically impossible to understand this with the mind. Also ich glaube, es ist wirklich gar nicht möglich, das mit dem Verstand zu begreifen. And it's only when we have at least a glimpse through the mind. Nur wenn wir mal so einen Durchblick durch den Verstand hatten, so einen Einblick, that we can come to know that all these stories are not really who we are. Dass wir wissen können, dass diese ganzen Geschichten nicht das ist, was wir sind. But if you've had that kind of small glimpse,
Aber wenn du so einen kleinen Einblick hattest, then you know inside yourself, dann weißt du in dir selbst, that what Robert is saying here is absolutely true. Dass das, was Robert hier sagt, total wahr ist. And if this is just a small or short glimpse, ob das jetzt nur ein kleiner Einblick war, then it becomes a kind of inspiration to identify. Der wird dann zu einer Inspiration, sich zu identifizieren with what is true. Mit dem, was wahr ist. And to see that all the judgments we have in our mind, und zu sehen, dass die ganzen Urteile, die wir in unserem Verstand haben, which tell us that actually things are not okay, die uns sagen, dass die Dinge eigentlich nicht in Ordnung sind, and that we have to change them to some other model, und dass wir sie irgendwie verändern müssen, that these are just the conditioned ideas that we accumulated as we grew up, we can say from our conditioning. Dass das einfach nur so konditionierte Vorstellungen sind, die wir aufgefangen haben während des Aufwachsens. And everybody has a little bit different conditioning. Und jeder hat so etwas andere Konditionierung. But fundamentally we all believe ourselves to be separate. Aber grundsätzlich glauben wir alle, dass wir getrennt sind. When in fact we're absolutely one with existence. Obwohl wir wirklich eins sind mit der Existenz. And that everything is all right. Und alles ist okay.